Heute gibt es etwas ganz Besonderes. Heute gehen wir nach Weimar. Weimar, eine Stadt von Weltruhm. Weltruhm, der allerdings mit einer tragischen Geschichte verknüpft ist. 1759. Herzog Ernst August stirbt. Und zurück bleibt seine gerade mal 18 Jahre alte Frau Anna Amalia mit ihren beiden Säuglingen. Anna Amalia ist aber sehr selbstbewusst. Sie zieht die Säuglinge alleine groß und sie übernimmt bis zu deren Volljährigkeit die Regentschaft. Innerhalb dieser Regentschaft fördert sie die Kunst, fördert sie die Literatur. Und als ihr ältester Sohn Karl August dann 18 wird, übernimmt er die Regentschaft und führt das fort, was seine Mutter angefangen hat. Er holt sogar einen echten Shootingstar nach Weimar. Einen, der ihm dabei hilft, seine Muse zu finden. Herr Drotschmann? Ja? Wollten Sie uns etwas schamlos übergehen, Herr Drotschmann? Nein, ich wollte gerade zu Ihnen überleiten. Das wollen wir aber auch hoffen. Ja. Ich wollte nämlich sagen, dass Sie, Herr von Goethe, die Leiden des jungen Werthers geschrieben haben und damit zum Star wurden. Sie kamen dann nach Weimar. 1791 haben Sie dann dem Herzogen Karl August dabei geholfen, das Hoftheater zu gründen, haben ihn kulturell begleitet. Und das Hoftheater, das ist der Vorläufer des Nationaltheaters, das wir hier hinten sehen. Gut, das freut mich. Aber wollen wir nicht hinein, mein werter Herr? Was nützt eine schnöde äußere Form, wenn es doch um den Inhalt geht? Sehr gerne, nach Ihnen. Können Sie nicht wieder mit Ihrer Hand wedeln? Na, die paar Meter kriegen wir auch zu Fuß hin, oder? Also wenn Sie erst mal 150 Jahre lang hier im Regen gestanden haben, dann würden Sie das auch nicht wollen. Na gut. Sie haben an euch eine gut melkende Kuh gefunden. Und ich möchte Sie wohl einmal fragen, was euch denn eigentlich fehlt, dass Sie euch so viel verschreiben. Schweig! Du unwissendes Ding! Es kommt dir nicht zu, die Verordnungen der Ärzte zu kritisieren. Meine Tochter, Angelique, soll herunterkommen. Ich habe ihr etwas zu sagen. Bravo, bravissimo. Herzog Karl August und Herzogin Mutter Anna Amalia, das war wie immer vorzüglich. Aber wir müssen Ihre Darbietung leider unterbrechen. Wir wollen Herrn Drotschmann von der Geschichte unserer schönen Stadt und dieses Theaters künden. Nun, das hört sich ebenfalls nach einem trefflichen Vergnügen an, werter Herr von Goethe. Wenn es erlaubt, würden wir dem auch gerne beiwohnen. Es wäre uns eine Ehre. Vielleicht wollen sich Ihre Hoheiten auf die Loge begeben? Ich habe der Herzogin Mutter so viel zu verdanken. Meine Ämter, dieses Theater. Aber dieses Liebhabertheater geht mir mittlerweile einfach gegen meine Natur. Es macht uns allen große Freude. Aber die wahre Muse kommt nur selten zu Besuch. Nicht zuletzt deswegen wollte ich am neuen Theater nur noch ausgebildete Schauspieler haben. Sie werden die Loge schwerlich finden, wenn sie nicht da ist. Ach so, ja, Entschuldigung, Moment. Wie ich bereits im Faust schrieb, der Worte sind genug gewechselt, lasst mich auch endlich Taten sehen. Können wir nun beginnen? Sehr gerne. Mehr Licht! Gestatten, Schiller und Goethe. Wir künden euch heute von Weimars Geschichte. Von Dichtern und Denkern und anderen Leuten und Brettern, die uns, die Welt, bedeuten. Vorzüglich gelöst, werter Freund. Insbesondere von der Geschichte dieses Hauses, dessen Leitung mir der Herzogin Sohn Karl August 1791 übertrug. Wobei man sagen muss, lieber Herr von Goethe, Sie waren zu dieser Zeit schon der zweitmächtigste Mann nach dem Herzog. Da wäre es ja komisch gewesen, jemand anderen hier mit der Leitung des Nationaltheaters zu beauftragen, oder? Das schmälert nicht die Ehre. Die Aufsicht über die herzogliche Bibliothek hatte ich ja auch nicht nur deswegen inne. Vielmehr habe ich Sie in 35 Jahren Amtszeit als Bibliothekar zur Blüte gebracht. Wirklich beeindruckend, diese Bibliothek. Sie enthält auch die Privatbibliothek von Anna Amalia, eine der ersten großen Sammlungen von Literatur von, für und über Frauen. Und 1991 wurde die Bibliothek dann auch deshalb nach ihr benannt. Nicht zuletzt diese reichhaltige Sammlung hat mich bewogen, 1799 mit meiner Familie umzuziehen. Und sie hat noch viele weitere große Geister nach Weimar gelockt. Doch wenn es diese Wirkungsstätte und diesen Mann nicht inne hätte, wäre Weimar nur ein dunkler Sumpf. Und meine spitze Feder stumpf. Ah, Friedrich.
Um seine kreativen Schwingen vollends zur Entfaltung zu bringen, ließ ich ihm jede Freiheit, die er benötigte. Was nicht heißt, dass wir uns nicht auch trefflich stritten. Ja, und unter Ihrer Intendanz durfte er die ein oder andere Premiere hier feiern. Wie war denn die Zusammenarbeit zwischen Hervorragend, Herr Trotschmann. Wir haben stets des anderen Rat gesucht und jede Entscheidung eingehend beraten. Und so entstanden Maria Stuart, die Jungfrau von Orléans, die Braut von Messina, Wilhelm Tell. Nach Friedrichs viel zu frühem Tod begann das Zeitalter der Musik an diesem Theater. Johann Nepomuk Hummel wurde Kapellmeister und holte unter anderem den berühmten Violinvirtuosen Paganini für ein Konzert nach Weimar. Wahnsinn, das waren die Rockstars dieser Zeit. Leute wie Paganini, ein Mann, der international bekannt war, tourte quer durch Europa, war bekannt für sein expressives Auftreten, für sein ziemlich gewagtes Äußeres, war auch ein bisschen aus der Zeit gefallen, wurde der Teufelsgeiger genannt und war hier in Weimar, genauso wie Hummel, der eben auch ein bekannter Pianist war. Und auch Franz Liszt war hier in Weimar der große Virtuose als Kapellmeister hier am Nationaltheater. Was gäbe ich drum, das noch erlebt zu haben? Ja, das war das silberne Zeitalter, das Zeitalter der Musik. Das goldene Zeitalter, von Goethe, Herr Schiller, das war Ihr Zeitalter. Was kam danach? Nicht viel, werter Freund. Es galt, das Volk zu unterhalten. Wird vieles vor den Augen abgesponnen, sodass die Menge staunend gaffen kann. Da habt ihr in der Breite gleich gewonnen. Ihr seid ein vielgeliebter Mann. Faust, oder? Der alte Saal wich einem neuen, um noch mehr Menschen anzuziehen. Und zur Eröffnung war sogar der Kaiser zugegen. Was danach kommt, lässt mich den Göttern danken, dass ich es nicht miterleben musste. Ein großer Krieg kam über die Welt und brachte den Sieg für niemanden und den Tod für viele. Aus den Trümmern dieser Welttragödie erhob sich jedoch etwas Neues. Eine Republik. Aus Ihrem Vertrauen bin ich an die erste Stelle im Deutschen Reich gestellt worden. Ihr Vertrauen wird mir die Kraft. Und diese Republik trägt nicht ohne Grund den Namen unserer schönen Stadt. Natürlich, die Weimarer Republik. Die Verfassung der Weimarer Republik wurde hier besprochen und aufgeschrieben. Der erste Reichspräsident Friedrich Ebert wurde hier gewählt. Und die Nationalversammlung, die tagte bis ins Jahr 1919 sieben Monate an diesem Ort, bevor sie dann schließlich nach Berlin zog. Herr Trotschmann, ich kann nicht. Bei dem, was nun kommt, entfleucht mir die Muse. Und ich denke, Friedrich geht es genauso. Würden Sie vielleicht... Ja, kann ich verstehen, denn das, was jetzt kommt, ist auch nicht wirklich schön. Der gute Anfang war schnell vorbei. Ein neuer Wind wehte durch Deutschland. Die Nazi-Partei NSDAP hielt hier ihren ersten Parteitag nach dem Verbot ab. Hier an diesem historischen Ort. In der Folge vertrieben die Nazis das Bauhaus aus Weimar und SA-Leute verhafteten alle jüdischen Schauspieler aus dem Ensemble hier am Nationaltheater. Und dann kam das dunkelste Kapitel in der Geschichte der Stadt Weimar, das Konzentrationslager Buchenwald. 300.000 Menschen wurden im Laufe des sogenannten Dritten Reichs hier gefangen gehalten und 56.000 Menschen verloren ihr Leben. Im Krieg
wurde das Nationaltheater umfunktioniert. Umfunktioniert zu einer Rüstungsfabrik. Und dann kamen die Bomben. Fliegerbomben. Und diese Fliegerbomben zerstörten das Nationaltheater nahezu komplett. Nur die Fassaden blieben am Ende stehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Nationaltheater in Weimar als erstes Theater in der gesamten sowjetischen Besatzungszone wieder aufgebaut. Und zur Eröffnung gab man den Faust I. Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Oh, das ist aber eine schöne Überraschung, dass man den Faust immer noch schätzt. Ja, aber ich muss Ihnen auch sagen, die Verehrung für Sie ging in der DDR dann doch ziemlich weit und nahm schon ziemlich ungesunde Züge an. Sie wurden instrumentalisiert, Ihre Zitate wurden zweckentfremdet und es gipfelte darin, dass man so weit ging, die DDR als ungeschriebene, aber Wirklichkeit gewordene Fortsetzung Faust III anzusehen. Und Sie beiden landeten auch auf Geldscheinen zusammen mit Alexander von Humboldt. Allerdings, Herr Schiller, Sie wurden dann 1975 wieder gestrichen, genauso wie Alexander von Humboldt. Sie wurden durch Sozialisten ersetzt. Nur Sie, Herr von Goethe, durften bleiben bis zum Mauerfall. Ist das nun Ehre oder nicht, werter Freund? Ich weiß es wahrhaftig nicht, Friedrich. Herr Trotschmann, vielen Dank. Das war eine schöne Reise durch die Vergangenheit. Etwas tumulthaft mitunter, aber sehr anregend. Ich habe zu danken. Es war mir eine Ehre. Und nun naht auch für mich der Abschied und das rede ich ja schon so wie die beiden. Was ich euch eigentlich nur sagen wollte ist, das war nur die Geschichte eines einzigen Weimarer Gebäudes. Natürlich gibt es hier noch viel mehr zu entdecken. Also, wenn ihr wollt, schaut euch das einfach mal selbst an. Für uns war's das. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.